שלום עליכם, ויר לרנן וייטר, הלכות נשיאת כפיים, על זו דוכנן, די הנדה אופהבן פון די כהנים ווזי בנשן דס יידישן פולק. ברכת כהנים. ברכת כהנים, דס ושתית גשרים מן די תורה במדבר קפיטל 6. ויר זין דין שולחנו רוחלת הרבה, סימן 128, פרגרף 39. ון די כהנים בנשן דס פולק, Es ist verboten, irgendetwas dazu zu sagen, Psukim, eigene Bitte. Es passt nicht, dass ein Sklave kriegt ein Segen von seinem Herr und er sagt noch etwas dazu. Soll er es akzeptieren, so wie man sagt. Weil die Kohanim sind diejenigen, die Menschen dir im Namen Gottes, im Namen von Hashem. Genauso die Kohanim haben auch ein Verbot, etwas dazu zu sagen, außer dem Text von Birkat Kohanim. Also sie müssen sagen, diesen 15 Wörter, diese drei Brachot, die ersten drei Wörter, parallel zu Avraham, Yitzchak und Yaakov, Yevorechecha Adonai Vishmerecha, die zweite Bracha 5, parallel zu den 5 Büchern Moshe, Yoher Adonai Pono Veilecho Vichuneko, und die dritte, Iso Adonai Pono Veilecho Viyosem Lecho Sholem, parallel zu 7, Das erinnert uns am Shabbat und an die sieben Rekiim, an die sieben Himmel Gottes. Er ist der Herr von der Welt. Okay? Deshalb, ein Kohen, der hat schon geduchend oder schon Birkat Kohanim gemacht in einer Betaknesset, in einer Synagoge, und er geht zu einer anderen Synagoge, soll er dort noch einmal benchen? Ja. Weil es ist ein neuer Publikum. Zum Beispiel die gruzinischen Juden in Eretz Israel haben keine Kohanim. Ich kann mich erinnern, als Kind hat man immer genommen eine Kohen von Bet Knesset Chabad oder von der Ashkenazische Synagoge und die haben gegangen zu den bucharischen Juden, zu den gruzinischen Juden, dort zu duchnen. Und die bucharischen Juden haben, die gruzinischen Juden haben früh, die Juden aus Georgien haben früh gebetet und die Kohanim haben dort Birkat Kohanim gemacht und danach gekommen zu der größten Schule und dort haben sie gedavnt, okay? Mhm. Ein Kohen, der noch nicht gedavnt, selbst. Er kommt in Schil und das Publikum davnt jetzt und das ist Birkat Kohanim. Soll er davnen oder soll er gehen duchnen? Duchnen. Soll er gehen duchnen, ja. Und genau so, wenn ein Kohen steht und davnt und man sagt ihm, ah, du musst jetzt duchnen, soll er stoppen, soll er Hände waschen und soll er dort auch duchnen. Ja, jetzt lernen wir eine ganze Liste, welche Kohanim sind unkoscher zu benchen, zu duchnen, zu machen Birkat Kohanim. Gut? Und das ist mit Divrei Sofrim, das ist von Chachamim, von Shulchan Aruch. Eine, der hat Mumim befanav o beyadav. Eine, der hat irgendeine Behindertum in seine Hände oder in seine Füße, in seine Hände oder in sein Gesicht. Lähmung, ein Auge, keine Zähne. Also Bruch zählt auch? Wie? Bruch. Bruch zählt auch, weil wir sehen bald. Oder seine Hände sind, fehlt dem Fingers, oder seine Hände sind, Chas v'Shalom, krumm. Oder gehen an die Seite. Oder die sind zu rot oder zu weiß. Gott behüte, der hat irgendeine Hautkrankheit, wo man sieht, so halbe Haut, komplett nackt, ohne Haut. Also es gibt so Leute, Chas v'Shalom, ihre Hand sieht aus so wie Schnee, so wie Wolle. So eine verschiedene Negaim, verschiedene Hautkrankheiten oder solche Ekzemes, Chas v'Shalom. Oder die Hände haben sehr viele Menumarot, so wie ein Leopard. Also der hat sehr viele braune Punkte. Ich rede nicht jetzt mal Mutter, mal zwei oder drei. Aber es gibt Leute, sie haben so komplette braune Punkte. Er darf nicht duchnen. Und genauso, wenn sein Gesicht ist auch mit einer Lebra oder Lähmung oder krumm, soll er nicht duchnen. Weil wenn das Volk
sieht die in Beit HaMikdash die Kohanim haben mehr als 70 Regeln, dass sie müssen vollständig sein. Weil das sind Diener Gottes. Du wirst nicht nehmen eine Soldat jetzt dienen dem Palast in England, der nicht gesund ist. Das sieht auch nicht gut. Okay? Auch nicht ein Kellner in Hotel. Genauso ein Kohen, der Diener von Hashem, der Volk, sind visuelle Sachen und soll er achten. Und genauso, wenn einer hat Verletzungen in seine Füße oder behindert. Aber wenn es gibt Behindertum in dem, wo man sieht nicht, zum Beispiel eine Niere oder eine Lunge oder Sachen, wo waren in Beit HaMikdash verboten, wenn einer hat geschnittene Hoden oder das sind zwei Paar Schuhe. Dienen in Beit HaMikdash und duchnen. In Beit HaMikdash spielt eine Rolle von innen und von außen sehr stark. 70 Regeln. 70 Regeln. Wir lernen das nicht jetzt. Wegen duchnen, was spielt eine Rolle? Das äußerliche Sinn. Okay? Wenn es etwas, was man nicht sieht, zum Beispiel, wenn das ist nicht in die Finger, nicht ins Gesicht. Sagen wir, er hat auf seinem Bauch halbe Lebra oder verbrannt oder keine Ahnung, dann er kann ruhig duchnen. Jetzt, wenn einer ist gelähmt, Chas v'Shalom, oder der hat so ein Problem, wo seine Speichel, sein Rock fließt von seinen Lippen auf sein Bart, weil er ist alt oder was weiß ich, soll er nicht duchnen. Oder wenn einer hat von seinen Augen so Zwiebelattacke, von Erkältung, weißt du, manchmal ein Mensch fließt von seinen Augen Tränen ohne Kontrolle. So ein Kohen soll nicht duchnen. Und genauso ein Blinder spielt keine Rolle, ob er ist blind in einem Auge oder in zwei Augen. Ja? Aber jetzt kommt der alte Rebbe und sagt etwas sehr interessant. Wie man ja das beiro, also stell mal vor, ein Kohen lebt schon mit den Leuten jahrelang. Alle können ihm. Der hat ein Problem in seiner Hand, in seinem Fuß. Der hat ein Auge oder hat keine Augen. Oder wenn einer wohnt schon 30 Tage in diesem, oder er ist gekommen zu sein, ein Lehrer oder Religionslehrer oder Chazan oder so. Wenn die Menschen sind schon dran von ihm gewohnt, dann darf er duchnen nur in seiner Stadt. Warum? Weil dort wird er dann nicht beleidigt, wahrscheinlich. Es geht nicht um Beleidigung. Um was geht es? Dass die Menschen werden abgelenkt, weil etwas ist auffällig negativ. Stimmt? Er präsentiert sozusagen Hashem. Und da wirst du nicht denken über die Bracha, sondern denken über seine komische Farbe im Gesicht. Dass alle seine Haare sind gefallen oder dass seine Hand, er hat keine Hand oder Gips oder wie auch immer. Aber wenn die Leute kennen ihn, die sind schon gewohnt zu seinem Looking, zu seinem Aussehen. Sagt der alte Rebbe, spielt keine Rolle, es ist kein Problem. Aber wenn er geht zu einer anderen Stadt, dann soll er nicht duchnen, weil es wird auffällig kommen. Aber wenn er dort wohnt, ist auch kein Problem. Gut. Noch eine Sache. Wenn es ist Minhag HaMakom, wenn es eine braucht, in diese Stadt zu legen, dem Talit, von dem Kohanim über dem Gesicht, auch wenn er hat verschiedene Probleme im Gesicht oder in der Hand, spielt keine Rolle, weil er kann reinkommen, also er kann gehen auf die Bühne, dem Talit auf den Kopf, und da legen das auf seine Hände und auf seine, und niemand wird ihm sehen. Aber wenn es ist der Brauch, dass die Kohanim legen, also es gibt zwei Bräuche, wie man macht Brikat Kohanim. Es gibt einen Brauch, gib mir bitte dem Talit, von drinnen, es gibt verschiedene, sie legen die Hände unter dem Talit zu Menschen. Und es gibt manche, sie legen, okay, sagen wir, ich bin ein Kohen, okay? Ich bin kein Kohen, ich bin Israel, aber nur zum Lernen. Es gibt Leute, sie machen so, ja?
יבורך רכו. Und es gibt, die machen so. Okay? Wenn sie Menschen so, verstehst du, was bedeutet so? Ja. Wo die Hände sind drinnen und die Gesicht ist drinnen, es ist kein Problem, weil man sieht gar nichts. Aber wenn die Kohanim Menschen so, ja, da müssen die Hände schon richtig gesund sein. Also spielt eine Rolle, ob es ist jetzt Talit komplett, so wie machen Chassidim, oder so wie, wenn du guckst, die Leute, wenn sie machen Birkat Kohanim in Kotel, du wirst sehen verschiedene. Manche nehmen die Hände raus und manche legen die Hände rein in dem Talit. Die Frage ist auch, mit welchem Talit? Es gibt diese kleine, dass man auf die Schulter... Genau, nur auf die Schulter, eben. Und das macht man dann mit den Händen raus. Ja. Was passiert, wenn jemand waren seine Hände gefärbt? Gefärbt. Gefärbt bedeutet zum Beispiel, eine hat eine Fabrik zum Metall und der malt Sachen und seine Hände sind beruflich so Familienlehrer, kommen von Arbeit und auch wenn sie waschen die Hände, bleibt noch Farbe in der Hand. Ja? Steht geschrieben, wenn er ist das Beiro, wenn die Leute wissen, Lehrer, seine Hände sind noch mit Farbe, es spielt keine Rolle. Und wenn viele Leute arbeiten in diesem Beruf, wo die Hände sind jetzt, wie auch immer mit Farbe, spielt das keine Rolle. Aber Eno Dash Beiro, wenn er ist nicht in seiner Stadt, dann soll er nicht duchnen. Jetzt kommt der alte Rebbe in einen sehr interessanten Halachot. Und diese Halachot heißen Sprachfehler, also Logopädie, Aussprache. Wenn einer kann nicht die Buchstaben schneiden, sagen, das nennt man stottert oder flispert oder kann nicht die Wörter richtig aussprechen oder man hört durch alle anderen Kohanim, das eine ist nicht in dieselbe Wörter. Verstehst du, was ich meine? Zum Beispiel, wenn einer sagt anstatt Alef ein, auch wenn es gibt keine Ein in Birkat Kohanim, aber wenn er sagt zum Beispiel Joer, ja, dann klingt das wie Wald und nicht so wie Licht. Ja? Oder wenn eine sagt anstatt Shibolet, Sibolet. Anstatt Shalom, Salom. Ve Yasem Lecha, Salom. Also es gibt nicht Yasem Lecha, Salom. Es gibt Yasem Lecha, Shalom. Okay? Deshalb muss man achten. Und genauso, wenn eine verwechselt von Chet und Hey, jeder eine, jetzt. Was passiert aber, wenn das ist eine Gesellschaft von Juden, wo alle reden so? Also es gibt verschiedene Judengruppen, alle beten so in dieser Stadt. Verstehst du, was ich meine? Alle haben dieselben Dialekt. Und dieser Dialekt für andere Leute klingt falsch. Aber für diese... ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt Leute, sie können nicht sagen Lamed, Lamed, sie sagen Wamed. Ja, ich kenne viele Leute, die sagen Shalom und nicht Shalom. Aber wenn alle Leute von diesem Stadt, Land sagen Shalom, es ist kein Problem. Wenn alle haben dieselben Artikulation, wenn alle haben dieselbe Aussprache, dann spielt das keine Rolle. Weil alle sind gleich. Ich rede nicht jetzt, wie man aussagt, weil es gibt Ashkenazi, Sfardi, Hasidi, Leute gehen duchnen, und einer sagt Yevarechecha, der zweite sagt Yevarechecho, und der dritte sagt Yevarechecho. Ja, also jeder sagt eines, das ist kein Problem. Weil da weiß man schon, dass im jüdischen Volk gibt es verschiedene, also, ja, Pownov, ja, so wie die jäckische Juden.
wie Honeka, ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn eine durch die Aussprache wird bei den Leuten etwas komisch oder witzig oder lachendig oder unehrenvoll aussehen. Aber wenn, wie gesagt, alle sprechen so, es gab Stamm Binyamin, die konnten niemand von denen sagen Shin, die konnten alle sagen Sin. Es gibt Leute, die können nicht sagen Reish, sie sagen Ge, Ge, Ge. Yeah? Also wenn die Leute sagen Ge oder Wa oder Het und Ein oder... Het können die nicht, manche nicht sagen... He, genau. Shimch, und auch nicht Simchat Torah, nicht Yevarechecha, Yevarechecha. Ja, gerade in Deutschland gibt es viele Leute, die haben Probleme mit Het. Ja? Simchat Torah, Simchat Torah. Ja? Simchat Torah. Genau. Wie Chuneka, wie Chuneka. Anstatt wie Chu. Weil es schwer, es gibt nicht auf die deutsche Sprache das Het. Het. Oder mit der Ein. Also das spielt keine Rolle, das ist nicht so schlimm. Deshalb, ein kleines Kind, auch wenn er ist 13 Jahre, aber hat noch nicht zwei Haare in seine erwachsene Teile, dann soll er nicht duchnen alleine. Weil das keine Ehre für das Publikum, dass er ist noch sozusagen noch nicht volljährig. Auch wenn er ist 13, aber er ist noch so ein kleines Kind. Deshalb, aber wenn er ist 13 Jahre und man sieht schon, dass er hat Schnurrbart, zwei Haare, dann weiß man, er ist schon wie Bezerrot. Er kann auch duchnen. Aber jetzt kommt eine interessante Sache. Normalerweise, es ist schöner, soll Menschen eine Kohen, der erwachsen ist, Mevugar, und nicht ein Kind. Stimmt? Aber von Zeit zu Zeit, ein Kind darf auch alleine Menschen duchnen. Aber nicht deshalb, es ist besser eine über 20. Aber nicht, die haben angefangen. Es gibt Kavua und es gibt Arai. Kavua bedeutet permanent, dauerhaft, jeden Schabbat, jeden Tag. Soll man nicht geben, mein Kind 13 Jahre. Manchmal, das ist eine Yeshiva von Bachurim. Yeshiva Ktana, denn ein Bachur Katan kann duchnen, ein junger Bursche kann duchnen, es ist kein Problem. Es ist nicht ein erwachsenes Publikum. Also, als ich war in die Yeshiva, es waren viele Kohanim, die haben jeden Morgen bei Shacharit Birkat Kohanim gemacht. Und es waren auch kleine Kinder, also die noch nicht volljährig, aber sie mussten auch nur Talit zu nehmen. Okay. Die einzige Sache ist, wenn er, wir wissen, dass im Ausland Birkat Kohanim ist nur am Feiertage. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah und Kippur, fünfmal im Jahr. Warum gibt es einen Grund? Weil es viele Joch und Probleme im Ausland von Parnassa und weil es man beschäftigt mit dem Parnassa, hat man keine ruhige Kopf zu bekommen, die Bracha. Und auch im Ausland gibt es keine Kohanim, Mejuchasim, Tehorim, Mishpachot, Kvot. Also es gibt nicht, wie man sagt, eine hundertprozentige reine Abstammen, reine Rasse von Kohanim, die keine Probleme haben, so wie Familie Maza, Familie Rappaport, Familie Kaplan. Also es gibt in Israel verschiedene Mishpachot, Familie Cohen, wo du weißt, 100% Kohanim. Und es gibt Mishpachot, wo ist Wischiwaschi. Es ist eine Frage. Aber heutzutage gibt es so viele Familien Cohen in Israel, dass man bald nicht mehr weiß, richtig Cohen. Es ist Tradition und Leute wissen, wir werden bald sehen, ob der Cohen hält die Gesetze von seinem Abstamm. Außerdem steht das geschrieben in die Ketubah von den Älteren. Es steht auf dem Grabstein von dem Großvater. Steht da. Auf dem Grab steht. Auf dem Grab steht. Und es gibt Leute, die wissen 100% jahrelang, das ist eine Abstammung von Cohen. Und sie schreiben immer in ihren Namen diese Abstammung, woher sie kommen. Ja? Okay. Ein Kohen,
der jemand getötet, absichtlich oder Unfall? Ja? Darf er nicht duchnen. Pech gehabt. Und wenn er hat gemacht Tshuva, und ich gebe ein Beispiel. Sagen wir, ein Kohen hat gemacht einen Unfall. Er ist unschuldig, aber der hat ungute Gefühl, schlechte Gewissen. Dann muss er sich bei der Familie, wo ist jemand umgebracht durch seinen Unfall, sich entschuldigen und fragen, wie es denen geht. Nicht so total ignorieren. Ich bin nicht schuldig, es geht mir nicht an. Wenn durch dir es ist, passiert ein Unglück, dass jemand ist gestorben, du bist auch dran. Durch mir oder direkt wegen mir? Ist dasselbe. Es spielt keine Rolle, ob der Kohen ist ein Arzt oder der Kohen ist ein Chauffeur oder der Kohen ist ein Unfall. Auch ein Arzt kann Unfall machen. Ich rede nicht jetzt absichtlich jemanden töten. Ich rede jetzt Unfall. Ein Kohen fährt mit seinem Auto und ein Kind erfährt, dein Kind steht, geht in die Mitte von der Autobahn durch. Was soll er machen? Er kann nicht mit 120 jetzt stoppen. Auch wenn er bremst, hilft nicht. Der Kind läuft nach seinem Ball. So, was soll er machen? Oder ein Reifen ist geplatzt, hat geknallt in ein anderes Auto. Also Schemischmol, es gibt so viele Sachen. Aber wenn alle wissen, dass er hat jemand umgebracht, ja, man redet über ihn, dass er ist ein Mörder, wie auch immer dem Grund, dann soll er ihm nicht geben, duchnen. Zum Beispiel, er hat mit jemandem geschlagen und dadurch hat er eine Frau Box gegeben im Bauch und ein Embryo getötet. Ja? Er war in eine Schläge verbunden, ist egal. Ja? Okay. Weiter. 51. Ein Kohen, der hat seine Religion gechanged. Also Hemir Dato. Er ist geworden eine andere Religion, sogar auch wenn er ist geworden ein Ismaeli, auch wenn er ist geworden ein Muslimaner, Mohammedaner. Wir reden nicht jetzt, ob er ist geworden ein Götzediener, alle anderen Religionen. Auch wenn er ist geworden ein Muslime, wo die Muslime sind nicht Götzedieners. Ja? Sagen unsere Weisen, er darf nicht duchnen. Du kannst nicht jetzt schmaden sich und werden an andere Glaube und sagen, ich komme in Schil und ich Kote vorachut bnei Israel. Du kannst nicht jetzt am Israel jetzt wünschen. Aber also so ein Kohen, der hat sich geschmaden und er hat sich gegangen zu anderen Religien, der kann nicht duchnen. Und er bekommt auch nicht Aliyah als Erste beim Kriyat HaTorah. Aber das ist alles, wenn er hat nicht gemacht Tshuva. Aber was passiert dann einen Tag? Sagt der Kohen, genug jahrelang habe ich gelebt wie diese Gruppe, wie diese Glaubensrichtung. Und jetzt will ich zurückkehren zu der Jiddischkeit, zurück. Choser li Kedushato. Kein Problem. Und deshalb, jetzt stellt sich die Frage, was passiert, wenn kommt ein Kohen, sagen wir zum Beispiel aus ehemaliger Sowjetunion, ein russischer Jid, und er ist ein Orel, er ist noch nicht beschnitten. Der Vater ist jüdisch, Mutter ist jüdisch, ist ein hundertprozentiger Kohen, also wir haben in unserem Minyan auch ein Kohen. Und ich habe ihn nie gefragt, ob er ist beschnitten oder nicht. Und es kann sein, dass er hat sich absichtlich noch nicht beschnitten. Sagt der alte Rebbe, trotzdem, Arel Nose Kapav, also ein Unbeschnittener darf auch duchnen. Weil alles, was ist verboten bei Kohen, es ist nur im Bet HaMikdash, aber wenn es geht jetzt um Nesiat Kapaim, um die Hände aufheben zu Menschen, auch so eine Kohen ist erlaubt zu duchnen. Wenn ein Kohen ist aber ein Betrunkener, Alkoholiker, übertreibt mit Trinken, man sieht ihn immer mit der Fläschle, er trinkt zu viel Wodka oder Whisky und man sieht ihn so
Schicker sehr oft, auch wenn er ist jetzt beim Damen nicht Schicker, es ist besser, soll man ihm nicht geben zu duchnen, weil wir sehen in die Tora, wie schlimm ist das zu dienen, wenn ist man betrunken. Deshalb haben wir auch gelernt am Anfang, dass bei Minche soll man nicht duchnen. Aber heute, wo die Menschen schon trinken, ein bisschen Lechaim, also man trinkt ein Gläschen, zwei, ist nicht so dramatisch, auch wenn er ist ein Kohen, soll er duchnen. Aber wenn er übertreibt, also wenn er ist so Alkoholiker-Fan, so ein Betrunkener, dann soll er nicht duchnen. Wenn es waren nicht die alle Sachen, die nicht erlaubt, also nicht geschmadet, nicht getötet, nicht betrunken, aber er ist kein Religiöser, er hält nicht die Mitzvot und er ist sogar ein schlechter Mensch. Ja? Auch wenn man weiß, er lebt nicht richtig mit einer Frau und dann, er lebt nicht koscher mit seiner Frau oder hält nicht Schabbes oder esst nicht koscher, er darf trotzdem duchnen. Aber wenn er bricht die Gesetze von dem Kohanim, wenn zum Beispiel geht er rein in den Friedhof oder heiratet eine Geschiedene, es gibt einen Kohen, der geht rein in den Friedhof, er achtet nicht, so eine Kohen darf nicht duchnen, so eine Kohen hat verletzt sein ganze Kehuna und so einen Kohen soll man nicht rufen zum Lesen bei Torah. Das ist ein schrecklicher Halacha hier. Steht geschrieben, wenn eine Kohen geht in Friedhof, soll man ihm nicht geben duchnen und soll man ihm nicht rufen zum Torah als Erste zu benchen. So steht geschrieben. Und wenn die geschiedene Frau ist aber wieder geschieden oder gestorben, dann darf er wieder duchnen. Ja. Oder wenn einer, der geht in Friedhof, eine Kohen, der achtet nicht auf die Gesetze von Friedhof und dann sagt er, ab heute, ich werde nur dort gehen, wo ein Kohen darf reingehen in Friedhof. Ich werde nicht gehen in Plätze in Friedhof, wo es nicht erlaubt. Das heißt Tshuva und dann darf diese Kohen wieder Aliyah bekommen und weiter duchnen. Das heißt so, wenn wir die Sache richtig machen. Wann darf eine Kohen nicht duchnen? Wenn er ist geheiratet, eine nicht-jüdische. Wenn er hat jemanden getötet, wenn er hat sich geschmadet oder wenn er ist betrunken. Alle anderen Sachen, wenn er ist nicht koscher, der hält nicht Schabbes, er ist nicht gemalet sogar, er ist nicht beschnitten, alles, es ist nicht gut, aber er darf in die Synagoge duchnen. Wenn er verletzt die Gesetze von dem Kohanim selbst, er geht in den Friedhof rein, was er nicht darf, oder heiratet eine Frau, die er nicht darf, solange er hält die Teute Mäuse in der Hand, die Unreine, darf er nicht tauchen in die Mikwe, also darf er nicht in den Torah kommen, darf er nicht duchnen. Aber wenn er lässt das weg, wenn er macht Tshuva, wenn er umkehrt, darf er das weitermachen. Okay? Es gibt eine Meinung, dass wenn eine Kohen hat eine Tochter, wo seine Tochter ist geworden, eine Sonna, eine Prostituierte, oder sie hat verletzt die Kavod von dem Kohanim, soll er nicht duchnen. Soll er nicht duchnen. Aber praktisch heute, also das ist alles, wenn sie wurde mit dem unkoscheren Mann im Publikum etwas getan und hat man sie gewarnt. Aber heute, praktisch, ein Kohen, wo seine Tochter achtet nicht auf die Regeln von dem Kehuna, zum Beispiel geheiratet eine Nicht-Jude oder so, darf er weiter duchnen. Wenn einer ist aber geboren von unreinen Kohanim, von Geschiedenen, von Konvertierten, sagen wir, ein Kohen hat geheiratet eine Geschiedene oder Konvertierte und ist geboren ein Sohn, der Sohn darf nicht duchnen. Deshalb, wenn er duchnet, doch, das ist so wie ein Fremder, er ist kein Kohen. Verstanden? Deshalb muss man das achten. Was passiert, wenn eine Kohen sitzt, Shive, jemand ist bei ihm gestorben, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Sohn, Tochter, Ehefrau, dann soll er duchnen oder nicht, normalerweise soll er nicht duchnen. Warum? Weil man muss segnen Menschen mit Simcha. Woher wissen wir, dass muss man Menschen segnen mit Simcha? Wer war einer in die Torah,
Der wollte seine Kinder segnen vor seinem Tod. Jakob. Vorher? Yitzhak. Yitzhak. Er hat die vorher gebeten zu essen. Sehr gut, sagt der alte Rebbe, sehr gut, von Yitzhak lernen wir, dass wenn einer will sein mit Menschen segnen, er muss sein bis im Chaubetuv Levav. Er muss sein mit Freude und mit gutes Herz, mit guter Stimmung und essen schmackhaftes Essen. Und dann ist alles wunderbar. Aber wenn die 7 Tage sind vorbei, dann darf er. Jetzt was passiert? Eine schreckliche Sache. Du weißt, wenn jemand ist gestorben an dem Regel, an dem Yontef, sitzt man nicht Schive. Warum? Weil Yontef bricht dem... Yontef bricht dem Trauer. Jetzt soll er duchnen oder soll er nicht duchnen? Sagt der alte Rebbe, ist etwas sehr interessant. Soll er rausgehen? Soll er nicht benchen? Warum? Warum? Nun, no, sag alleine, warum? Weil er ist nicht froh. Weil er ist nicht froh. Auch wenn der Halacha lässt ihm nicht jetzt, dass die Halacha ihm nicht lässt, offiziell nach außen zu trauen, es beseitigt noch nicht seine gemischte Gefühle. Ja? Und da ist er nicht dem richtigen Adapter. Weißt du, was ein Adapter? Erinnerst du, in Amerika gibt es so eine Steckdose, die anders als in Europa. Ja, so mit 2 Linien. Ja, was passiert, wenn du willst deine europäischen Steckdose reinlegen? Das ist so ein Extra. Was heißt die Extra? So. Extra heißt Adapter. Okay. Transformatie. Okay. Was ist der Kohen? Der Kohen ist keine Strom. Der Kohen ist nur eine Steckdose. Okay? Wer gibt er dem Strom? Hashem. An wem gibt er uns dem Licht? Wir. In dem Moment, wo der Kohen ist in Trauer, muss er einen Adapter haben. Ja, er ist nicht in gute, er ist nicht gut drauf. Die Steckdose hat sich verändert. Ganz genau, Levi. Schkoyach. Also da ist nicht gut, soll er duchnen. Das finde ich sehr, sehr sensibel, diese Halacha. Also normalerweise, ich hätte nicht gedacht, dass ein Kohen, der in der Regel jemand verloren, das soll er nicht duchnen, aber sagt der alte Rebbe, nein, soll er rausgehen. Auch wenn er ist der einzige Kohen dort. Kann man gar nichts machen. Mhm. Ja. Was passiert, wenn eine Kohen ist Single? Weißt du, was ist Single? Ja, wir sind noch nicht verheiratet. Noch nicht verheiratet. Und er will nicht duchnen. Warum? Weil er ist schlecht drauf. Depressiv. Also normale ladies, Junge, ist nicht depressiv. Warum? Weil er weiß, er wird. Es wird kommen. Es wird kommen. Aber was passiert, wenn eine Kohen ist schon ein alter Bocher? Weißt du, was ein alter Bocher? Ein alter Kohen, und er ist noch ledig. Und er will nicht mehr duchnen, weil es steht geschrieben, wenn eine ist ohne Frau, ist er ohne Freude. Ja, irgendwann will jeder heiraten. Und es gibt einen Kohen, der schon ein alter Bocher. Ich kann mich erinnern, in Amerika war so eine Junge, ich will nicht sagen den Namen, viele Bachorim kennen ihn, war ein Kohen, jahrelang, und steht hier geschrieben, wenn er will nicht duchnen, weil er ist irgendwann depressiv. Ohne Freude, sagen wir. Shaui belo simcha, steht nicht geschrieben depressiv. Shaui belo simcha, er ist ohne Freude. Dann soll er rausgehen von der Betakneset, kodem Brikat Kohanim, vor dem Brikat Kohanim. Gut? Aber sagt der alte Rebbe jetzt etwas sehr interessant. Sagt der alte Rebbe, aber Minhag Shelanu, unsere Brauch, also das ist Shulchan Aruch von der alte Rebbe, Minhag Shelanu, Shenose Kapav, Afal Pishe Eno Nasui. Ja, wenn er will, er kann, er darf, aber was ist unsere Brauch? Nee. Zu benchen. Und so wie ich verstehe von dem alten Rebbe,
besser zu Menschen. Also Hashem wird ihm besser vor Augen haben, wenn er seine Mitzwa als Kohen weitermacht. Aber was passiert, wenn jemand ist Witwer oder verheiratet und seine Frau ist jetzt ein paar Wochen weg? Spielt keine Rolle, er darf duchnen, immer. Jetzt. Diese kommende Halacha kommt von dem Ramo. Ramo ist Rabbeinu Moshe Iserlich. Du weißt, als hat man geschrieben, der Shulchan Aruch, der Mechaber, im 15. Jahrhundert, Rabbi Yosef Karo, er hat geschrieben, mehr die Minagim von den Sfaradim. Die Sfaradim machen Birkat Kohanim jeden Tag. Auch im Ausland gibt es die Synagoge in Amerika, von Juden aus Lubien, Chaleb, sie benchen jeden Tag Birkat Kohanim. Oder jeden Shabbat. Die aschkenazische Juden kommen der Ramo, Nesiat Kapayim nur bei Yom Tov. Warum? Warum nur am Yom Tov? Weil dort ist man froh, man macht sich nicht Sorgen auf dem Arbeit. Und die andere Antwort, was habe ich dir gegeben? Im Ausland gibt nicht so viel Kohanim Yuchasim. Also die Kohanim im Ausland sind nicht so 100% sicher, so wie in Israel. Und im Yom Tov, wenn man macht Duchnen, wann macht man das? Bei Shachris oder bei Musaf? Am Shabbat, beide. Nicht am Shabbat, am Yom Tov. Am Yom Tov, beide. Nein, am Yom Tov, wann macht man Duchnen? Nur bei Musaf. Und warum nur bei Musaf? Weil die Menschen wissen, bald ist das Davnen zum Ende und bald werden sie essen und trinken und freuen an Simchas Yom Tov. Dann muss man verbinden, noch eine Regel. Birkat Kohanim muss verbunden... Sie haben ja, ich habe Sie letzten Shiur gefragt. Ja. Ob man auch am Feiertag am Schacharit macht. Und nein. Sie haben gesagt, dass man immer am Schacharit sagt. In Israel, nicht im Ausland. In Israel immer Schacharit, Musaf und Minche beim Fasten. Okay? Oder Ne'ile. Im Ausland nur an die Feiertage Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Shavuot, Sukkot und zwar nur am Musaf. Okay. Okay? Das war's. Basta. Am Yom Kippur, es ist was anders, weil es gibt eine Freude, dass Hashem uns verzeiht, vergibt und ganze Tag wir sind gut drauf, da kann man auch bei Schachris duchnen im Ausland. Verstanden? Aber ganzes Jahr nur beim Musaf, weil Musaf ist schon Zeit von Simcha und Freude, weil bald gilt man essen und trinken und da soll man, ja... Aber was passiert, wenn Yom Kippur fällt am Shabbat? Dann soll man auch duchnen, so wie normale Yom Kippur. Gut. Die Kohanim sollen ihre Gesicht beugen zum rechts und zum links. Und יבורךך אדוני וישמרך, יאר אדוני פונה ואילך ויחונק, יישא אדוני פונה ואילך, ויושם לך שלום. יא, קפיטו? נוח אימל. יבורךך אדוני וישמרך, גוט זיגנה דיש ובהוטה דיש, יאר השם פונה ואילך ויחונק, השם לא ישתת זין אנליס צודיר ונגיבדיר גונסטן, יישא השם פונה ואילך, ויוסם לך שולם. אוקיי. יצט. בי אסגיפט אינדימיטן פון... יא? אסגיפט אינ... אין די לצטן... אלסו, וי אמ גזאג, דאס איז 3, 5, 7. ומן קום צו די 7, איסא השם פונו ואילךו, ויוסם לך שולם, יא? דא קאמן בגינן דיזה גיבייט ריבונו של עולם. ריבונו של עולם בדויטת הרד דוולט, שב גיטרוימת אין שלכטס טראום, ואני שווייס נשוות אס צו בדויטת, ביטה אומוונדלה מיין טרוימה, זו וי אלישה, זו וי מיריאם, אזו מן ביתת השם, זו לאלה אונזרה, דס ננט מן הטבת חלום, דס פרבסרונג די טרוימה. אבל דס מרקט מן נו בים לצטן אבטיילונג פון ברכת כהנים. פילאיש נוח אין וורט, די ארסטה ברכה פון ברכת כהנים אוף דם רחץ, das geht auf den Materialismus. Yevorechecho Hashem v'yishmarecho, Hashem soll dir geben Geld und dir schützen das Geld. Yoher Hashem pono v'lecho v'yichoneko, geht auf Ruchniut, auf geistliche Sachen. Yisro Hashem pono v'lecho v'yosem lecho sholoim, geht, dass alles kommt auf mir zu, alles inklusiv und mit Bestand. Okay?
deshalb bei dem dritten Teil beten wir Gott, Ribono shel Olam, wegen dem Gefahr. Wem zrichim im Refuah, Refaem. Also wenn ich bin krank, mach mich gesund, so wie Hiskia. Und deshalb singt man da ay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 
beten diese Ribono shel Olam. Aber während die Kohanim sagen die Wort von die Bracha, da soll man stoppen. Also da soll man nicht beten. Wenn 770 waren, ja. Ich erinnere mich, dass die Birkat Kohanim war alle so Amen und so. Das war richtig. Stimmung. Klar, ja. Birkat Kohanim ist eine von den schönsten. Das hat mich auch sehr berührt damals. Das ist was Besonderes, klar. Wenn es gibt 120 Kohanim, die benchen, und 2000 Juden, die werden gebencht, du spürst, was für ein Adapter und was für ein Strom ist in die Synagoge. Okay. Ein Kohen soll man ihm auch nicht nutzen heute. Also soll man ihm nicht zum... Danke. So, du sollst nicht sagen, ein Kohen soll er sammeln die Bücher oder machen die Bänke oder soll servieren zum Tisch. Ein Kohen ist ein wichtiger Mensch. Aber wenn der Kohen will helfen, ich habe gesehen ein Video von Rebbe, dass der Rebbe gibt Rebbe Yoel Kahn, ein Tanje, und er gibt ihm das jemand zu bringen, der sitzt dort. Und der Rebbe sagt ihm, entschuldigt, dass ich benutze der Kohen. Was heißt das? Tut mir leid, dass ich nutze ein Kohen. Das heißt, der Rebbe war ihm, aber natürlich ist ein großer Kavod von Rebbe Yoel Kahn für der Rebbe etwas. Aber trotzdem, du siehst die Halacha von der alten Rebbe, Kohen Shemuchol al Kvodo Machul. Aber jetzt kommt. Danke, bring mir den Taschentuch, bitte. Darüber. Also wenn der Kohen hat davon einen Nutzen, eine Ehre, ein Honorar oder ein wichtiger Mensch will ihm, das ist kein Problem. Okay? Weil das ist Kavod. Vekidashto bedeutet, du sollst ihm ehren. Deshalb jede jüdische Sache beginnt mit Kohen. Chatuna, zu Benchen, Chatam, Vekana, wer macht das der erste Kohen? Beim Benchen, Simun, gibt man Kohen und so weiter. Aliyah la Torah, der erste Kohen. Jetzt, Paragraph 129. In welche Gebete hebt man die Hände und man duchnet? Es gibt Nesiat Kapaim nur über Shachris, Musaf und Neile. In einem Tag, wo es gibt Neile, so wie Yom Kippurim, aber nicht bei Minche. Warum? Warum nicht bei Minche? Weil bei Minche kann sein, dass der Kohen ist betrunken. Aber Minche von Yom Kippur oder Fastentage, 10. Tevet, 17. Tammuz, Zum Gedalia, soll er sagen, ja, Minche, weil, dann soll, weil? Weil erstens, weil es ist Fasten. Und es gibt nicht Chashash Ichrut, es gibt nicht die Bedenken von... und genauso bei Neile soll man das auch machen. Aber in Fasten. Und da macht man nicht bei Minche Birkat Kohanim, beim Yom Kippur. Nur bei Nila, aber bei normale Fasten? Ja. Jetzt kommt die letzte Paragraph. 130. Wenn jemand hat gesehen einen Traum und er weiß nicht, was er hat gesehen, aber er hat gesehen, ein schrecklicher Traum. Schrecklicher Traum ist Sefer Torah verbrannt. Alle seine Zähne sind gefallen. Ein Hand und sein Fuß sind abgeschnitten. Er hat einen Unfall und Leute von seiner Familie sind umgebracht. Jemand, die er liebt, gestorben. Der Dach ist runtergefallen.
Also Sachen, schreckliche Sachen, dass er wird, ja, dass er wird krank, ja. Insbesondere Sachen, die haben zu tun mit Krankheit. Er träumt, dass er bekommt eine Krankheit, wo man von dieser Krankheit selten erhält. Das nennt man Chalom Shetzarich Lerefua, ein Traum, wo er braucht eine Heilung. Soll er aufstehen vor die Kohanim beim Duchnen und wenn sie ihre Hände heben, soll er sagen, Ribono Shel Olam, Herr der Welt, Ani Shelach, ich bin deine, ja, ich bin deine und meine Träume sind deine. Ich habe einen Traum geträumt und ich weiß nicht, was ist das. Möge deine Wille, Hashem, mein Gott und Gott, meine Väter, dass alle meine Träume soll sein zum Guten. Auch Träume, die habe ich geträumt über mich oder über Träume, das habe ich geträumt über andere Leute und auch Träume, die Leute haben schlecht über mich geträumt. Also drei Sachen soll man in dieses Gebet einschließen. Träume über mich. Meine schlechten Träume über mich. Meine schlechten Träume über andere. Oder andere Leute, die mich lieben, über mich schlecht, dass sie über mich schlecht geträumt. Wenn die sind gut, verstärkt sie und verwirklicht sie. Ja? Zum Beispiel, einer hat geträumt, dass er ist tot. Und nach seinem Tod kriegt er Lebensversicherung. Das hat angeschlossen. Nur wie Hashem kann machen diesen Traum perfekt, dass er bleibt am Leben und gewinnt den Lotto. Ja, zum Beispiel. Und sollen so gut sein, so wie die Träume von Josef. Alles, was Josef hat geträumt, hat stattgefunden. Und wenn sie brauchen eine Heilung, eine Vollgenesung, sollen sie geheilt, so wie Hiskia und Melech Yehuda, so wie Miriam, die Propheten von ihre oder von Naaman, oder so wie die Wasser von Mara über Moshe Rabbeinu. Weißt du, die Wasser waren bitter. Ja, oder die Wasser von Jericho nach Elisha. Also es war bittere Wasser. Und genau so wie du hast dem Fluch von Bilam, der Frevler, getauscht von schlecht zum Guten, so bitte Hashem, drehe und umkehre alle Träume über mich und ganz Israel zum Guten. Bewahre mir, gnädige mir und wille mir. Okay? Das sagt man. Und was passiert, wenn die Kohanim gehen nicht duchnen und er will das doch sagen? Oder in einer Synagoge, wo es gibt keine Minyan, keine Kohen? Dann soll er das sagen, wenn der Vorbeter sagt Sim Shalom. Und wenn nicht, es gibt auch möglich, das zu machen vor drei Leute. Also so wie man macht Hatarat Nedarim vor Rosh Hashanah oder vor Yom Kippur, man nimmt drei Leute und du annulliert und stioniert alle deine Gelübde. Wenn einer hat einen Traum, die ihm bewegt, weißt du, was ein Traum, die ihm bewegt? Ein Traum, die ihm Schmerzen geschafft, Trauma. Beängstigt. Es gibt einen Traum, der Mensch hat geträumt, aufgestanden, getrunken, Kaffee, Shabbat, Shalom. Alles okay. Es gibt solche Träume, wo der Mensch ist davon traumatisiert. Ja, Panik, der hat Meure. Wenn er kann das, wenn er geht in Schil und man, es gibt Minyan mit Kohen, soll er das am liebsten machen bei Birkat Kohanim. Wenn es gibt kein Kohanim, soll er das sagen bei Chazarat Hashatz, wenn der Chazan sagt Zim Shalom. Wenn es gibt kein Minyan und kein Kohen, was ist die dritte Möglichkeit? Minyan und kein Kohen, drei Menschen. Nee, mit denen sagen. So wie man macht Bedin, Atarat Nedarim. Okay. Warum es ist wichtig zu sagen, Träume, die habe ich über andere geträumt oder andere, die haben mich geträumt. Was ist so wichtig, was die anderen haben geträumt? Es ist über mich. Ja, aber was geht mich jetzt an der andere? Es geht um meine Träume. Was geht mich an, was der andere hat geträumt? Warum soll mich interessieren jetzt, dass jemand hat über mich schlechte Träume?
jeden Traum gibt es auch ein bisschen irgendwas so für die Zukunft für mich. Sagen wir, du hast geträumt einen schlechten Traum über mich. Sagen. Warum soll mir das interessieren? Das ist über dich. Weil es über mich? Ja. Ja, du sollst beten für diesen Traum. Warum muss ich beten für deinen Traum? Und da kommt der alte Rebbe und sagt etwas sehr interessant. Steht geschrieben in Bereishis, Vayitpalel Avraham al Avimelech. Das Avimelech war krank, nachdem er hat sich zu Sarah Zuna getreten. Hashem hat seine urologischen Zirkulatie bestraft. Also der hat Probleme in seine Geschlechtsteile. Ja? Lo yachlu lohotzine kavim, die konnten nicht gehen in Toilette. Und Hashem hat, Avraham hat gebetet über Avimelech, soll er gesund sein. Und steht geschrieben, wenn einer betet, המתפלל על חברו, הוא... מתפלל על עצמו. לא, המתפלל על חברו, מכיר את המשפט? Ich weiß, was das bedeutet. Was das bedeutet, המתפלל על חברו, נענה תחילה. Wenn einer betet über jemand, der Freund von ihm, wer wird zuerst gerettet? Er selber. Deshalb, es ist wichtig bei diesem Gebet, seine Gebet über die anderen betonen, weil es wird ihm beschleunigen seine... Guck mal. Ben chalomot shechalamti al acherim u ben shechalamti al atzmi. Was heißt das? Träume, die habe ich über andere Leute schlecht geträumt. Oder ich habe geträumt über mich. Also warum beginnt man mit dem anderen? Weil wenn ich bete für den anderen, soll sein was Gutes, dann wird alles gut sein. Gut, dann machen wir jetzt eine schnelle Wiederholung und fragen über alles, was wir haben gelernt, um zu sehen, wie oft. Wenn ein Fremder hat geduchnet mit die Kohanim, hat er ein Verbot oder ist nicht so schlimm? Ein Fremder, der nicht Kohen oder Kohen, der nicht Koscher, geht und duchnet. Verbot. Verbot. Sehr gut. Wie viele Verbote? Drei. Sehr gut. Wenn einer hat schon einmal am Tag geduchnet, er darf noch einmal duchnen? Ja. Ja, kein Problem. Welche Kohen darf nicht duchnen? Jemand, der jemand aus Versehen oder extra getötet hat, jemand, der betrunken ist. Jemand, der geschmadet? Ja. Und jemand, der bei ihm in der Familie jemand gestorben ist, also nicht froh. Ja, sehr gut. Oder jemand geboren zu unkoscheren Eltern, also Geschiedene, Konvertierte oder wie auch immer. Ja? Pseudo? Mhm. Gut. Oder einer, der von seiner Gemeinde, wie hast du das, unbeliebt, nennst du das? Unbeliebt. Wer sind die zwei Leute, die dürfen dem Kohen die Hände waschen? Und was passiert, wenn die sind nicht mehr da? Levi und Bechor. Und wenn die nicht da sind, soll er selbst machen. Sehr schön. Dürfen Kinder mitduchnen? Mit Älteren ja, alleine nicht. Wenn zwei Kohanim sind Feinde, sollen sie trotzdem mit dem anderen duchnen? Ja. Sehr gut. Soll man auf dem Kohanim gucken oder schließen die Augen oder legen dem Talit über den Kopf? Oder eigentlich Talit über den Kopf. Und sehr gut, wenn ein Junge ist noch nicht verheiratet und er will nicht duchnen, weil er ist schlecht drauf, weil er ist ledig. Was sagt die Halacha und was sagt der alte Rebbe? Die Halacha sagt, dass er kann, wenn er will, aber er muss nicht. Der alte Rebbe sagt, es ist lieber, dass er macht. Sehr gut. Ich glaube auch so, weil das wird ihm bringen, wenn du dem anderen Leute benchst, wärst du selbst... Erstmal. Er selbst gebencht. Darf der Kohen noch etwas dazu fügen? Zu dieser Birkat Kohanim? Zum Beispiel, ja. Jemand sagt ihm, sag heute beim Birkat Kohanim, soll ich Erfolg haben bei meinem Test? Nein. Warum nicht?
Weil du redest ja im Namen Gottes. Und wenn Gott es so will, dass es so ist, wird er es schon sagen. Wie ist das mit Mumin, mit Problemen in die Hände oder in die Gesicht? Die Frage ist mit der nicht, aber wenn man es nicht sieht, ist es nicht kein Problem in der Gemeinde, bei deiner Gemeinde. In der Gemeinde, die man ihm... In deiner Stadt, die man... Und wie lange muss man wohnen in seiner Gemeinde? 30 Tage. Sehr schön. Was passiert aber, wenn ein Kohen ist ein Flispert oder ein Stotterer? Soll er nicht machen, aber wenn es so einfach nur Akzent oder verschiedene... Alle. Oder Nussach oder Melodie. Ja, dann ist es kein Problem. Dann ist es kein Problem. Aber wenn es ist auffällig gegenüber alle anderen? Wenn es in seiner Stadt Gemeinde ist, ist es kein Problem. Ab welche Jahre kann ein Mensch permanent duchnen jeden Tag? Ab welchem Alter darf ein Kohen jeden Tag duchnen, Kavua? Dauerhaft. 20. 20, sehr gut. Was passiert, wenn ein Kohen ist geworden, ein Mohammedaner, ein Muslimaner? Darf er duchnen oder nicht? Nein, wenn er volle Tshuva gemacht hat, darf er. Sehr gut. Wenn ein Kohen hält nicht Shabbat oder ist nicht beschnitten? Soll er nicht machen. Warum soll er nicht machen? Wenn ein Kohen ist Mechalel Shabbat oder ist nicht Koscher, soll er nicht duchnen? Wo steht das geschrieben? Ich dachte. Dann denk nicht, gibt's Halacha. Aber nicht bestätigen. Dann hast du nicht gehört, die Halacha. Dann hast du das nicht gehört. Sorry, ich lese dir noch einmal. Lefichach arel nosek kapav afilu lo mal atzmo bemezid. Ein Unbeschnittener hält seine Hände, also duchend, darf Menschen als Kohen, auch wenn er hat sich nicht beschnitten, absichtlich. Ich habe dir gegeben ein Beispiel von den Juden aus Russland. Okay. Das ist gut, dass wir uns wiederholen. In dem Bet HaMikdash an Unbeschnittener ist Pasul zu arbeiten. Aber als Duchnen, ein Kohen, der unbeschnitten oder ein Orel ist, absichtlich, sagen wir, der hat sich nicht beschnitten als, keine Ahnung, ein Trotziger, ein Prinzipier, Prinzipienmensch. Ja, er will nicht, aber er kommt in Schil und er ist ein Kohen, soll er Duchnen, soll er bekommen auch ein Aliyah? Okay. Ja, man kann ihm dazu überzeugen, soll er sich beschnitten. Es ist wichtig. Aber es ist nicht ein Grund, es ist nicht Schmaden. Es ist nicht ein Kohen, der geht in den Friedhof. Es ist nicht einer, der bricht seine Gesetze als Kohen. Ein normaler Jeder kommt in Schil und er ist unbeschnitten. Er ist koscher zu Minyan. Yeah. Ja, gibt man eine Aliyah. Ja. Man nimmt nicht runter die Häusen beim Eingang in die Synagoge zu sehen, wer ist beschnitten und wer nicht. Ja, da steht nicht eine Mohel draußen und wenn, muss man noch ein bisschen putzen. Okay? Jetzt. Das heißt, nur wenn er bricht, wenn seine Tochter ist nicht in Ordnung oder seine Familie ist nicht in Ordnung, heute spielt das keine Rolle. Er ist trotzdem ein koscherer Kohen. Wenn er ist in die 7 Tage von dem Shiva sitzen und er ist der einzige Kohen, nein, soll er nicht duchnen. Warum? Weil man soll in Freude... Von wem lernen wir das? Dass man muss in Freude benchen? Vergessen. Das nicht vergessen, überleg. Er wollte was Gutes essen. Ah, Yitzhak. Yitzhak Avinu. Sehr gut. Darf man eine Kohen nutzen? Soll er uns dienen oder etwas für uns machen? Nein, lieber nicht. Nur wenn es ihm etwas gibt. Kavod, Ehre, Geld, Beruf, aber nicht Stamm, ihm für etwas bieten. Oder sagen, Entschuldigung, dass ich dir nutze als Kohen. Okay? Mhm. Warum soll man bei Birkat Kohanim für die Chalomot über dem anderen zuerst beten? Weil wer für den anderen zuerst betet, wird er zuerst gesegnet. Sehr gut. Wie viele Leute braucht man in die Synagoge während der Birkat Kohanim? 10. Was passiert? Auch, und es zählt auch. Das zählt Kohen. Auch der Kohen. Was passiert, wenn es 9 Kohanim oder 10 Kohanim? Sollen sie duchnen?
wenn wir jetzt im Corona zum Beispiel Familien mit 10 Kohanim haben, wenn es Kinder und Frauen gibt, die Amen sagen können, dann ja. Sehr gut. Was bedeutet Schuhe von Kohanim? Schuhe von Kohanim ohne Schnürsenkel. Sehr gut. Wo soll man legen die Schuhe von den Kohanim? So, auf einen Teppich, wo man, oder so in ein kleines Schränkchen, wo die Gemeinde es nicht sehen kann. Sehr gut. Wie sollen sie ihre Hände aufheben? Mit 5 Löchern und rechts über den linken. Warum hast du mir nicht gefragt, warum rechts über dem linken? Interessiert dich nicht? Mir das schon mal immer. Okay, das ist schon eine Antwort. Warum Yemin Hashem Rom Emma? Stimmt, hast du gut geantwortet, gefällt mir. Aber warum Yemin Hashem Rom Emma? Warum die rechte Hand von Hashem ist höher als die linke? Schön, hast du zitiert ein Pasuk von Tehillim? Bombe, freut mich sehr, ich bin glücklich. Aber warum Yemin Hashem Rom Emma? Warum Yemin Hashem Osa Chayil? Weil Yemin symbolisiert Liebe und Barmherzigkeit. Okay? Und links symbolisiert Recht und Gerechtigkeit. Und wir wollen, dass bei der Birkat Kohanim die Liebe und die Barmherzigkeit soll stärker sein über dem Recht und Gerechtigkeit. Verstanden? Ja. Sollen sie über dem Talit legen die Hände oder unter raus von dem Talit? Man kann beides. Was machen wir? Unter dem Talit. Alles unter dem Talit. Dass man nichts sieht. Wo stehen die wichtigen Leute? Vor dem Publikum oder vor dem Aron Kodesh? Vor dem Aron Kodesh. Sehr gut, das heißt, die heißen die erste Reihe. Weil die sind näher zu Gott, die Bracha geht erstmal durch den. Und noch etwas, die kommen zuerst nach oben und die gehen zuletzt nach unten. Also alle sehen sie. Ja, die haben die größte Kavod. Und deshalb in dem Schil die alte, die bekannte, die berühmte gehen auf die erste Reihe und die Kinder und die... Man geht von rechts nach oben und von rechts nach unten. Sehr schön. Schkoyach, Fragen, Bemerkungen? Okay.